herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Wir verkaufen jetzt die vierte Ladung Heu. Und dieses Kameradingens, das nervt mich, muss ich jetzt schon sagen. Muss man mal rausfinden. Oder wenn ihr es wisst, welcher Mod es ist, dann schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Weil das ist lästig. Bisschen komisch, wenn du da zack einfach nach vorne guckst. So wie jetzt. So. Eine Ladung holen wir noch. Wobei mir eigentlich gerade einfällt, der Annaburger ist halt leer. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir da Heu reinkriegen. Muss ich mal eben gucken. Muss ich doch mal gucken. Heu geht rein. Ich glaube, dann hole ich mal den Annaburger. Ich habe viel mehr weg. Ich glaube, 55.000 Liter rein. Ja, wobei, dreimal gefahren, dann ist das Zeug auch weg. Also von dem her könnte ich auch einfach. Ich fahre das voll mit dem fertig. So viel ist es dann nicht mehr. Und ich werde einfach alles voll verkaufen. Weil wir Geld brauchen. Sonst wird es nächste Woche auf keinen Fall was mit dem Metzger. Für was brauche ich denn Heu? Brauche ich Heu? Ich brauche kein Heu, oder? Soweit ich weiß nicht. Vor allem kann ich dann relativ einfach ausrechnen, wie viel Geld ich verdient habe, wenn ich bei dem Anhänger bleibe. Das ist jetzt die fünfte Ladung. Das sind dann knapp 4.000 Euro, die wir da verdient haben. Es ist auf 27 hoch. Schick, schick, schick. Die Gerste bleibt aber tapfer bei 480. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, der Dinkel wird uns hoffentlich dann zumindest sobald wir den ernten können, gut aus den roten Zahlen holen. Vor allem muss ich dann auch mal wieder am Kredit abzahlen. Also sobald die Produktion gekauft ist für die fürs Fleisch, die Metzgerei, wird erstmal einiges Geld, einiges Geld in die Kreditrückzahlung fließen.
das ist gerade ein bisschen vernachlässigt, finde ich. Von mir. Das muss ich dann auf jeden Fall wieder ändern. Wobei ich auch wieder einen Pachtwald brauche. Drei Ladungen gehen noch, also 8. 8 mal 8 sind 64. Also knapp 6.400 Euro haben wir dann mit dem Heu verdient. Und dann muss ich auf jeden Fall nach dem Heuverkauf, ich meine zweimal noch hin und her, dreimal, muss ich mich auf alle Fälle um die Felder kümmern, einmal drüber düngen. Sind die Blitzer kaputt? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber ich will es auch nicht ausprobieren, ob die Blitzer kaputt sind. Aber irgendwie schaffe ich es gerade. Also ich fahre ja auf jeder Tour an dem Blitzer und an dem davon vorbei und ich werde nicht geblitzt. Ich bin stolz auf mich. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Shit. Da ist was schief gelaufen. So, korrigiert. Gut. Jetzt habe ich nicht drauf geguckt. Ich denke, das waren auch wieder 800. War die sechste Ladung, wenn ich es recht weiß. Also wenn jetzt nur über 60.000 drin sind, dann war es die sechste Ladung. ...240.000 geteilt durch 30 macht ja bekanntlich 8. Muss immer reinnicken, ey, vor dem Blitzer. Jo, 64 sind noch drin, bleiben 2000 über, aber das ist mir wurscht. Die können im Silo vergammeln. Ja, diese Woche wieder sehr leise hier im Grünfelder Land. Falls ihr Bock habt mitzuspielen, dann wendet euch bitte unten auf dem Discord-Server, der verlinkt ist,
an Malonation. Der führt das Bewerbungsverfahren. So, gucken wir mal, wie viel jetzt bei rumkommen. Naja, wenn wir da einen Durchschnitt rechnen, dann kommen wir auf 800 Euro pro 1000 Liter, pro 31.000 Liter. Das passt schon. Eine Ladung haben wir jetzt noch und dann werde ich hier auf den Glas wieder die Pflegebereifung aufziehen. Und mit dem Düngestreuer über die Felder tuckern. Wenn du da mal ein bisschen zu schnell bist, dann ist gleich so eine Grasernte oder so ein Heutransport wieder weg. Wenn du da am Blitzer ein bisschen zu schnell bist. Ey, was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Moin! Hi. Was ist hier los? Party im Funk oder was? Ja, genau das ist es. Corona-Party, illegale. Darüber macht man keine Witze. Noemi? Jo, was ist los? Hab's vergessen. Doch. Hey, was war denn nochmal? Warte, ich überlege. Ich grübel. Aber irgendwie ist zurzeit mein Gedächtnis nicht mehr so gut. Zurzeit? Ja. Okay. Über was habe ich denn gerade nachgedacht? Keine Ahnung. Sind die Blitzer eigentlich kaputt? Wieso? Ich bin schon oft irgendwo relativ nah dran gewesen und dachte, der hätte blitzen müssen. Also bei mir hat er bis jetzt jedes Mal geblitzt. Kann sein. Ha. Bei mir hat er auch mehrmals ohne Grund geblitzt. Ohne Grund? Ha. Aber dann bist du gar nicht da vorbeigefahren, oder? Ich bin nur 40 km/h gefahren oder war mal fing eine Rechnung ist, hallo? Und ich muss sagen, ich finde die Blitzerkosten sehr übertrieben, was die Stadt hier sich einfallen lassen hat. Oder beziehungsweise die Polizei. Für 1 km/h zu schnell 58 Euro. Ganz schön teuer. In der Regel macht das die Stadt, nicht die Polizei. Dann eben die Stadt. Der Staat. Leute. Der Staat. Der Staat, das ist der Bußgeldkatalog des Staates. Bei mir hast du eigentlich selber gedüngt, gepflanzenschutzt. Ja klar. Nee, habe ich nicht. Da habe ich noch ein paar grüne Pflänzchen gesehen. Und das ist nicht meine Aussaat. Boah, das ist bestimmt. Hast du sie verguckt? Nee. Das blüht so schön, weißt du? Ja, ist doch gut. Alles, was blüht, wird geerntet. Was wollte ich denn von dir, ey Mensch?
Ich weiß es nicht mehr. Ups. Kannst du auch zufälligerweise nicht sagen. Warum nicht? Keine Ahnung. Komisch. Naja gut, ich bin da mal raus, ne? Ja. Ja. Tschö. Tschö. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.